Amen. Friede des Herrn, ihr Lieben. Sehr schön. Eine ganz schöne Zeit, wo wir uns begrüßen können. Ja, sehr schön. Wir dürfen zurück zu unseren Plätzen. Und wir wollen etwas auch noch aus der Bibel lernen, wie wir unsere Kinder besser erziehen können. Wir sind alle in der Schule Gottes und wir dürfen auch einiges von dem lernen. Ich glaube, jeder von uns kann Kinder erziehen. Ich glaube nicht, dass wir ein Problem haben, wenn wir sehen, ein Kind macht etwas Falsches und wir sehen es und wir wissen, was die Eltern zu tun haben. Das Problem oder die Schwierigkeiten liegt nur daran, wenn es unser eigenes Kind ist. Ja? Fremde Kinder sind leicht zu erziehen, aber wenn es über unsere Gefühle, ja, wenn unsere Gefühle im Spiel sind, wenn es dein eigenes Blut ist, dann ist es ein bisschen schwieriger. Ne? Dann sagt man so schön auf Deutsch, ich bringe es nicht übers Herz. Ne? Ich habe diese Woche ein Buch gelesen und da sagt der, ja, das Autor da, ich konnte meinen Sohn nicht erziehen, weil ich ihn so sehr liebte und ich konnte ihn nicht korrigieren. Vielleicht ist es auch dein Gedanke, ja, ich liebe zu sehr, ich kann nicht mein Kind erziehen, ich kann ihn nicht korrigieren. Aber die Bibel sagt uns was anderes. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe und Gott liebt sehr. Er liebt unsere Kinder sogar mehr als wir. Und er liebt und deshalb erzieht er. Er liebt und deshalb lässt er uns Kinder nicht so, wie wir sind, sondern genau dann will er korrigieren. Und wir haben in der Bibel eine Geschichte, wo es darum geht, dass der Mann alle Kinder erziehen konnten, aber nicht so, nur seine eigene nicht. Aber bevor wir zu dieser Geschichte kommen und sehen, was das Problem war, wollen wir ein bisschen nur verstehen, worum es hier geht. 1. Samuel 2,17. Das ist die Geschichte von Eli, ein Priester. Und da steht, auf diese Weise luden die Söhne von Eli schwere Schuld auf sich, denn sie behandelten das Opfer des Herrn mit Verachtung. Eli war ein Auserwählter Gottes und Eli wusste, wie man andere Söhne erziehen muss. Ja? Samuel hat er erzogen. Ja, Eli wusste, wie man Samuel bringen könnte, Gott seine Stimme zu hören. Aber Eli wusste nicht, wie er seine eigenen Söhne erziehen sollte. Und Eli ist bekannt, dass seine Kinder in Rebellion aufgewachsen sind. Diese Söhne hatten keine Angst vor Gott, keine Furcht vor Gott, keinen Respekt vor ihrem Vater. Und in der Bibel heißt es, dass Eli, als er von seinen Söhnen erfuhr, dann sagt er zu ihnen, warum tut ihr das? Warum muss ich von allen Leuten solche schlimme Dinge von euch hören? Und hier sehen wir einen Fehler, den wir auch Eltern manchmal machen. Eli sorgt sich mehr um seinen Ruf als um die Fehler seiner Söhne. Wie oft sind wir zu Hause und unser Kind macht etwas falsch und wir lassen es sein. Ja, wir haben jetzt kein Interesse, keinen Bock wirklich jetzt zu erziehen. Aber wenn sie dann auf dem Spielplatz sind oder in der Kirche, wenn sie da was Falsches tun, es ist, als ob wir verpflichtet, ja, uns fühlen, zu zeigen, dass wir gut erziehen können. Und wir sagen dann sogar laut, ja, hier Johannes, ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht das Spielzeug von dem anderen wegnehmen. Wenn ich so eine Szene sehe, dann frage ich mich, mit wem redet diesem Vater? Ja, ein Kind steht da neben ihm und es hat keinen Grund, dass er so laut da mit ihm redet. Es scheint, als wollte er nur zeigen, dass er gerade sein Kind erzieht. Wir sind nicht für den Ruf verantwortlich, sondern für das Herz unserer Kinder. Wenn er etwas Falsches tut, dann muss ich es korrigieren. Ich muss ihm beibringen, seine Haltung zu ändern. Ich tue es nicht für andere. Ich tue es für mein Kind aus Liebe zu Gott. Ich bringe ihn nicht in eine peinliche Situation, nein. Ich nehme ihn beiseite, aber ich bringe ihm bei, wie was richtig ist. Noch etwas sagt Eli zu seinen Kindern. Ihr müsst damit aufhören. Ja, wie oft sagen wir das am Tag? Kinder, ihr müsst damit aufhören. Ihnen zu sagen, dass sie aufhören sollen, ist richtig, ist in Ordnung. Aber erziehen heißt, sie dazu bringen, ihr Verhalten zu ändern. Es geht darum, von Gott, ja, verstehen, dass ich von Gott diese Autorität bekommen habe und meine Kinder in einen neuen Weg zu bringen. Eli sagt ihnen, dass sie aufhören sollten, aber sie änderten ihre Haltung nicht.
Und Eli nimmt ihre Privilegien nicht weg, die Position, die sie hatten als Priester und alles falsch gemacht haben. Eli nimmt sie nicht da weg. Das ändert sich nichts bei denen. Und warum ändert sich nichts? Warum hat Eli nichts getan? Gott antwortet ihm. Vers 29, dann sagt Gott: Eli, warum ehrst du deine Söhne mehr als mich und lässt sie fett werden, indem sie das Beste von allen Opfern essen, die mein Volk mir darbringt? Eli hat dagegen nichts unternommen. Eli ließ sie weiter sündigen. Eli bat sie, damit aufzuhören, aber er ließ zu, dass seine Söhne weiter nahmen, was ihnen nicht gehörte, weil er seine Söhne mehr ehrte als Gott. Das Opfer, was für Gott bestimmt war, haben sie es genommen. Alles, was ich meine Kinder gebe oder was sie nehmen, was Gott gehört, ehrt meine Kinder mehr als Gott. Wenn ich mein Kind die Liebe, die Zeit, den Sonntag, das Geld, die Aufmerksamkeit gebe, die für Gott bestimmt ist, dann ehre ich mehr mein Kind als Gott. Was ist am Ende des Tages wichtiger für uns? Dass mein Kind mich liebt oder dass sie verstanden hat, gelernt hat, Gott zu ehren? Will ich erstmal mein Gott oder Gott gefallen oder in erster Stelle mein Kind? Gott liebt Ehre und Gehorsam. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, ja, und wir dürfen Unehre und Ungehorsam nicht erlauben, nicht dulden. Was ich jetzt sage, ist vielleicht ein bisschen hart, aber vielleicht ist es ein bisschen anschaulich. Kannst du dir vorstellen, dass dein Kind Gott ins Gesicht spuckt, anspuckt? Kannst du dir vorstellen, dass sie so auslachen, wenn Gott sie korrigiert? Das ist eine schreckliche Vorstellung. Aber warum erlauben wir, dass sie das mit uns machen? Wenn andere Kinder das ihren Eltern antun, dann finden wir es ganz hässlich. Wir wissen, das ist ganz falsch. Aber wie sieht es zu Hause bei uns aus? Lehre ich mein Kind Ehre und Gehorsam? In der Bibel steht, dass Gott bereits beschlossen hatte, Elis Kinder zu töten. Und manche Menschen verstehen das nicht. Ja, Gott liebt so sehr und jetzt will er schon gleich töten. Aber warum war die Strafe von Elis Söhne den Tod? Weil Gott zu seinem Wort steht. Und Gott hat diesem Volk schon gezeigt: Wenn ihr Vater wenn ihr ihre Eltern nicht ehrt, dann werdet ihr nicht lange leben. Und Gott steht zu seinem Wort. Und die Strafe für die Erfüllung war die Erfüllung des Gesetzes. Gott sagte Eli dreimal: Nie mehr wird es in deinem Haus einen alten Mann geben. Gott will uns lehren, ihm mehr zu ehren, als wir unsere Kinder ehren. Später, dieser kleine Samuel, ja, dieser Jünger von Eli, wird erwachsen und er macht seine Söhne zu Richter über Israel. Aber auch diese Kinder, sagt die Bibel, wandelten nicht in seinem Wegen, sondern neigten sich zur Habgier. Das Problem von diesem hier war jetzt nicht Rebellion, aber Habgier. Eine Führungsposition oder Erfolg kann unsere Kinder von dem Weg Gottes nehmen. Viele wissen nicht, wie sie mit der ganzen Power oder mit diesen ganzen Macht umgehen sollen. Und manchmal ist der Erfolg, vielleicht in der Uni oder in der Arbeit, eine Position, die sie haben, ist zu viel Macht und die Gier ist da. Wir waren in den USA als Familie, haben wir einen Gottesdienst besucht und da sahen wir, ja, wie die Tochter vom Pastor aus dem Gottesdienstraum nicht mit die kleine Freundin kam, sondern mit zwei Bodyguards. Das wird da so groß und manche Kinder können da nicht gut damit umgehen. Ja. Und ich weiß noch, wo ich Kind war, meine Eltern waren Pastoren, wir waren in einer ganz kleinen Stadt, aber die Kirche war sehr groß und wir lebten dann in diesem Pastorenhaus und das war einer der schönsten und größten Haus in der Stadt. Aber ich glaube, meine Eltern haben dieses missionarische Herz nie verloren. Und sie lehrten uns nicht, das zu schauen, was wir hatten, sondern auf den Dienst. Und ich danke Gott dafür. Aber wir müssen lernen, auch unsere Kinder wirklich zu lehren, Gott zu lieben und zu ehren. Es geschieht nicht durch Schreien, nicht durch Wut oder Gewalt. Autorität kommt von Gott. Wir müssen es nur erkennen und diese Stellung nehmen. Wir müssen nicht aufhören, unsere Kinder zu lieben, sondern Gott
bitten, dass er uns seine Liebe zeigt, weil wenn wir diese Liebe Gottes haben, dann werden wir auch verstehen, wie wir unsere Kinder korrigieren können. Gott sagt, ich ehre die, er sagt das zu Eli, ich ehre die, die mich ehren, aber ich werde die verachten, die mich verachten. Wenn wir ehren wollen, dann müssen wir auch unsere Kinder lernen, uns als Eltern zu ehren, Gott zu ehren in erster Stelle. Und dann wird es uns gut gehen, weil dann ist es ein Versprechen für uns da. Amen. Ah, lieber Gott, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Danke für diese Geschichte, Herr, die uns ermutigt, wirklich, Herr, zu dir zu schauen, Herr, und zu verstehen, dass du etwas ganz Besonderes für uns vorbereitet hast. Wir wollen diesen Schritt weitergehen, Herr, um zu verstehen, wie du uns liebst, damit wir auch genauso unsere Kinder lieben können. Herr, wir brauchen wirklich diese Liebe Gottes in uns, Herr. Nur dann, wenn wir auch unsere Kinder in deinem Wege erziehen können. Ich bete für Kraft, ich bete für deine Weisheit in uns und dass wir diese Liebe nie verlieren, Herr, und dass wir uns das mehr wünschen als alles anders, Herr. Ich danke dir für dein Wort und ich danke, dass du Verheißung über unsere Familie hast und wir proklamieren sie und nehmen wir sie an in dem Namen Jesu. Amen.